Die 80er, das Jahrzehnt, in dem ich geboren wurde und viele, viele Cocktails auf die Welt kamen, die vor allem aus Saft und Schnaps bestanden und der sogenannten Club- oder Disco-Cocktail-Kategorie zuzuordnen sind. Einer der bekanntesten Vertreter ist der Sex on the Beach und den machen wir jetzt. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und ich bin ein Kind der 80er, so wie unser heutiger Drink. Der Sex on the Beach ist sozusagen das flüssige Äquivalent zu hochgekrempelten Sakkoärmeln mit pastellfarbenem Innenfutter. Er passte in seine Zeit, wird aber heute nicht mehr wirklich ernst genommen. Gerade zu Anfang der Cocktailrenaissance in den 2000ern wurden solche Disco-Cocktails nur belächelt und weitestgehend ignoriert und man hat sich zunächst einmal den Klassikern aus der Zeit vor, während und kurz nach der Prohibition zugewandt. In den letzten Jahren hat sich die Szene aber durchaus wieder etwas entspannt, man nimmt sich und Rezepturen nicht mehr ganz so verbissen ernst und es hat sich eine gewisse, es ist erlaubt, was gefällt und schmeckt, Mentalität entwickelt, natürlich unter gewissen Qualitätsansprüchen. Und so tauchen vermehrt auch interessante Interpretationen von 80er-Jahre-Drinks, wie beispielsweise dem Swimmingpool, Video von mir dazu gibt es jetzt hier oben, oder der Bahama Mama auf. Und wenn jetzt jemand in seiner Jugend oft den Sex on the Beach getrunken hat und den jetzt gerne haben möchte, dann kann man nerdig versuchen, ihn zu einem Mai Tai oder der Kiri zu überreden oder eben den Drink so zubereiten, dass er sowohl den eigenen Ansprüchen genügt, als auch den Besuch glücklich macht und ein in meinen Augen dafür passendes Rezept für den Sex on the Beach stelle ich euch heute vor. So richtig historisch belegt ist die Entstehung des Sex on the Beach nicht, aber die häufigste Geschichte datiert die Erfindung auf das Jahr 1987. Damals soll in Florida während des Spring Breaks ein neuer Pfirsichlikör, vermutlich der De Kuyper Peachtree, vermarktet werden und der Bar, die am meisten davon unter die Leute bringen würde, winkte ein hohes Preisgeld. Einem gewissen Ted Pizio aus der Confettis Bar soll sowohl das Rezept als auch der Name unseres Drinks eingefallen sein. Allerdings kam der Peachtree Likör bereits 1979-80 in den USA auf den Markt. Bereits 82 ist der Drink in einem Buch mit dem Titel American Bartender's Cool Guide to Drinks erwähnt. Pizio hatte ihn also wohl kaum erfunden, aber vielleicht damals gut vermarktet. Bezüglich der Zutaten haben wir eigentlich eine Mischung des Fuzzy Navel Cocktails, der aus Pfirsich-Schnaps und Orangensaft besteht, und dem Cape Codder, der mit Wodka und Cranberry-Saft zubereitet wird. Pfirsich-Schnaps ist dabei übrigens besonders in Europa missverständlich, denn gemeint ist eben der zuvor bereits erwähnte Pfirsich-Likör. Aber tatsächlich einen Pfirsich-Schnaps, also Brand, zu verwenden, mag zwar nicht original sein, ist aber eine gute Idee, denn so ist der Drink weniger süß, schmeckt irgendwie echter nach Pfirsich und deshalb werde ich heute auch einen Brand und kein Likör verwenden. In einigen Rezepten liest man noch von Ananassaft, von Chambord oder einem Cassis-Likör, das lassen wir heute aber alles weg. Ja, und wie immer gibt es alle verwendeten Zutaten, Gläser, Werkzeug in unserem jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen-Online-Shop. Und wenn ihr den Kanal besonders unterstützen wollt, dann schaut doch mal unter dem Video nach unserer Kanalmitgliedschaft. So, der Drink wird geshaked. Wir brauchen zunächst die Oberseite, wir brauchen unseren Jigger. Den Cranberry-Saft, den benutzen wir beim Shaken nicht, der kommt erst nachher dazu. Und deshalb beginnen wir mit dem Orangensaft und davon brauchen wir 4 cl. Dann kommt unser Pfirsichbrand dazu, davon brauchen wir 3 cl. Und die 3 cl brauchen wir auch von unserem Wodka. Wir nehmen die Unterseite und jetzt kommt so ein, ich würde mal sagen, halbes Schäufelchen Pebble-Eis. Ihr kennt die schon, ne? Diese kleinen Eiswürfel mit einem Zentimeter Kantenlänge hier rein. Wir geben die Flüssigkeiten oben drauf, schließen den Shaker und das Ganze wird jetzt leicht geshaked, bis sich das Pebble-Eis weitestgehend aufgelöst hat.
Ihr hört am Geräusch, da wird nicht mehr viel Pebble-Eis drin sein. Der Shaker ist jetzt auch richtig schön kalt. Wir schnappen uns unser Hurricane-Glas und geben da jetzt ordentlich Pebble-Eis rein. Und gießen unsere Flüssigkeit ohne Strainer einfach oben drauf. Also wir können das Ganze jetzt noch mit Pebble-Eis auffüllen. So, das sollte erstmal reichen, denn jetzt kommen ja eben noch die 4 cl Cranberry-Saft oben drauf. Die haben wir deshalb nicht mitgeschickt, weil wir, naja, so einen gewissen Farbverlauf haben wollen, denn das Gelb-Orange hier signalisiert den Beach und ja, das Rot, so sagt man den Sex, und deshalb geben wir das jetzt hier oben auf. Das läuft jetzt hier so leicht runter. Als Garnitur habe ich eine Orangenscheibe mit einer Maraschino-Kirsche vorbereitet. Ein bisschen Pebble-Eis können wir, glaube ich, noch für die Optik drauf geben. Wobei erstmal geben wir den Strohhalm rein, damit uns das nachher hier nicht überläuft. Jetzt noch ein bisschen Deko-Pebble. Ist ganz schön voll geworden. Ich habe hier für euch den Sex on the Beach. Ja, ich freue mich aufs Probieren. Und dann ist er auch nicht mehr ganz so voll. Also erstmal sehr erfrischend. Schön frisch. Nicht zu süß, nicht zu sauer, sehr gefällig. Dominierender Geschmack ist unser Pfirsichbrand. Er setzt sich auch gut gegen die Säfte noch durch. Ist insgesamt wirklich leicht trinkbar. Die Säure vom Cranberry-Saft funktioniert gut mit der Süße vom Orangensaft. Das reicht auch vollkommen aus. Also er braucht nicht mehr Süße. Der Likör, ihr könnt natürlich auch so einen Likör verwenden, aber dann wird das Ding einfach insgesamt deutlich süßer. Ich finde aber, so ist das einfach eine stimmige Mischung. Wird das jetzt mein Lieblingscocktail? Sicher nicht. Aber wenn er mir so am Strand von Florida in die Hand gedrückt würde, dann würde ich ihn auch nicht ablehnen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft ja mehr von meinen Videos schauen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Im Abspann gibt es weitere Videos und den Link zu unserem Tresenwesen Online-Shop. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers!